Erstmals seit der Eröffnung des Elbe-Lübeck-Kanals vor 116 Jahren ist jetzt ein Kreuzfahrtschiff durch die Wasserstraße gefahren. Und es war alles andere als langweilig. Die niederländische Princess kam am Sonntag aus Stade und passte auf den Millimeter genau. Vor der Brücke von Buchhorst mussten sogar das Oberdeck leergeräumt und die Reling umgelegt werden, damit das Schiff hindurchpasste. Zielhafen war Travemünde.